Mensch, Ursel, was machst du denn hier? Ich, du bist ja auch da. Ah, du willst jede Situation ausnutzen, ne? Um nochmal EcoAct vorzustellen, ne? Ganz genau. Ja, wäre doch Zeit. Also, NGO, EcoAct, auch Mitglied von Inforce, haben wir heute, glaube ich, schon zweimal vorgestellt. Und jetzt geht es dazu, dass ihr in Hamburg nochmal richtig eine coole Eco-Aktion sehen könnt, indem Ursel ihren Back vorstellt, unseren Back vorstellt. Ich bin ja auch Mitglied bei EcoAct und freue mich auch, mich als Attraktion gleich daneben zu stellen und einfach die anderen Backs zu halten. Der liebe Hartwig aus Deutschland ist auch heute gekommen und hält jetzt das Handy, so ruhig es geht, weil unser Gümbel ist alle. So, dann mal los. So, wir grüßen euch ganz herzlich von der Umweltkonferenz in Katowice. Und was wir euch jetzt erzählen wollen, ist folgendes, eine kleine Geschichte der Klimakonferenzen. In Durban 2011 haben wir zum ersten Mal so einen Sack, wir nennen ihn mal Kochsack, gesehen. Das ist ein Sack, in dem man energiesparend garen kann. Und wir haben dann diesen Sack in Deutschland selber genäht und wir haben auf der UNO-Konferenz in Marrakesch im letzten Jahr wunderschöne Stoffe bekommen und haben eine Marrakesch Edition aufgelegt. Wenn ihr also zu Hause selber was machen wollt, jeden Tag in der Küche energiesparend kochen, dann holt euch so einen Sack, näht euch so einen Sack selber. Wir haben auch eine Homepage, wir haben auch einen kleinen Online-Shop und dann könnt ihr jeden Tag für das Klima euren Beitrag leisten. Das geht ganz einfach. Und dafür wollten wir euch jetzt hier ermutigen. Und so sind unsere Säcke. Und das Beste kommt zum Schluss. Wenn wir dann gemeinsam Rezepte uns überlegt haben, dann wird es auch noch ein kleines Rezeptbuch Klimakonferenz geben. Perfekt. Sven wird auch die Links einstreuen, nochmal ins Video. Und ich muss sagen, die fühlen sich richtig gut an. Es gibt alle Farben. Man kann die selber nähen. Es gibt Nähanleitungen, Kochanleitungen dazu, was man kochen kann am besten. Und alles kann man im Internet nachsehen. Genau. Und dann kriegen wir jetzt noch polnische Stoffe und dann machen wir eine Sonderedition Katowice. Oh.